Moin, das ist mein Kollege Fabian Kroll. Ich bin Robin Denner und wir wollen mit euch heute zusammen einmal den ENIAC konfigurieren und einmal einen Blick in den Konfigurator werfen. So, am PC angekommen, geht ihr in euren Webbrowser skoda-auto.de, dann landet ihr hier auf dieser Seite. Dort könnt ihr bei der neue Skoda ENIAC iV auf Jetzt entdecken klicken, ein bisschen runterscrollen und dann habt ihr hier den Punkt Jetzt konfigurieren. So, dann gelangen wir hier in diese Übersicht. Entweder wir starten direkt oder wir können uns hier oben über unsere Konfigurations-ID unsere Konfiguration auch schon laden. In unserem Fall beginnen wir jetzt einfach mit einer neuen Konfiguration, wo wir dann in die Übersichtleiste kommen vom ENIAC iV. Hier hat er jetzt den 80er vor ausgewählt. Gibt natürlich insgesamt schon ein paar verschiedene Modellvarianten. Da würde ich jetzt einfach mal an meinen Kollegen Robin weitergeben, der euch da ein bisschen was zu erzählt. Genau. Generell habt ihr hier in der Übersicht die Möglichkeit, euch die wichtigsten Fakten zu den einzelnen ENIAC-Varianten anzuschauen. Das heißt, ihr habt immer direkt auf den ersten Blick schon die Batteriegröße und auch die Reichweite nach WLTP und sehen so ein paar Fakten, auch Ausstattungshighlights, die in dieser Variante schon mit dabei sind. Ja, das hier zum Beispiel ist der 50er, das ist die Basisvariante mit 51 Kilowattstunden Batteriekapazität netto. Da sehen wir auch schon, dass der die LED-Scheinwerfer dabei hat und 18 Zoll Stahlfelgen serienmäßig. Wenn wir ein bisschen nach unten gehen, geht es über den 60er bis hin zum 80er. Und darunter haben wir die zwei Sportline-Varianten, die es derzeit vom ENIAC gibt. Da sehen wir, wie gesagt, alles, was es auf den ersten Blick zu sehen gibt, was wichtig ist. Ansonsten könnt ihr dort auch weitere Informationen abrufen zum jeweiligen Fahrzeug. Und dort werden euch noch ein paar mehr Highlights und auch etwas weiter unten technische Daten angezeigt zur Variante, dass ihr direkt im Vorhinein schon schauen könnt, welche Variante am besten für euch passt. Wir wählen einmal zum Anschauen den ENIAC 80 aus und klicken dann genau einmal den Haken an und einmal rechts unten auf Weiter. Genau. Beim ENIAC hat sich grundsätzlich so ein bisschen was getan bei den Konfigurationsmöglichkeiten. Das werdet ihr im weiteren Verlauf auch nochmal sehen. Grundsätzlich kommt der nächste Punkt, Farben. Ihr könnt natürlich auch schon überspringen. Wir wählen hier natürlich unsere Farbe vorerst einmal aus. Ihr könnt auswählen zwischen einer Unilackierung, das ist Energy Blau, bis hin zur Metallic-Lackierung. Da haben wir das Arctic Silber, Black Magic Pearl Effect, Brillant Silber Metallic, Moon Weiß Pearl Effect, Quarzgrau Metallic, Race Blau Metallic und es gibt noch eine Premium-Lackierung und zwar das Velvet Rot Premium Metallic. Robin, was sagst du, welche Farbe nehmen wir? Ich würde sagen, wir nehmen einmal Race Blau. Race Blau, hätte ich jetzt auch gesagt. Ihr könnt jederzeit euch hier auch nochmal die einzelnen Bilder anzeigen lassen. Ihr könnt das Ganze hier auch auf Vollbild klicken, wenn ihr euch den zwischendurch immer mal anschauen wollt, wie er denn am Ende des Tages aussehen würde. Dann gehen wir mit dem nächsten Punkt auch weiter. Da geht es dann zu den Rädern. Da haben wir beim ENIAC 80 iV die Leichtmetallfelgen, beginnend natürlich mit den Serienfelgen. Die kann man hier nochmal in eine 19 Zoll Regulus Aero Anthrazit glanzgedreht wechseln. Dann gibt es noch die 20 Zoll Vega Felge oder die 21 Zoll Betria, wie ich finde, mein absolutes Highlight, was ich hier bisher gesehen habe. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das Ganze auch. Sieht auch mit dem Race Blau zusammen einfach sehr, sehr gut aus. Dann wieder auf den Punkt weiter. Was man da vielleicht noch anmerken kann, die Reichweiten des Fahrzeugs unterscheiden sich auch noch so ein bisschen, je nachdem, welche Felge ihr nehmt. Das heißt, mit der größten Felge habt ihr meistens auch etwas weniger Reichweite. Genau, guter Aspekt, den habe ich gerade einmal völlig außer Acht gelassen, aber das hat Robin genau richtig erklärt. Dann gehen wir jetzt auf Weiter und hier seht ihr dann schon mal so die erste neue Struktur. Hier gibt es nämlich jetzt Design Selections.
wo Robin euch gleich die einzelnen einmal erklären wird, die dann, sage ich mal, das ganze Interieur halt in ihrer Selection verändern. Na? Robin, möchtest du übernehmen? Genau, es gibt hier eben verschiedene Varianten, die dann immer jeweils eine Innenausstattung beinhalten, wo ihr sonst, was die Sitzbezüge zum Beispiel angeht, nichts mehr weiter ändern könnt. Links haben wir direkt einmal die Design Selection Loft ausgewählt. Das ist jetzt hier in diesem Fall die serienmäßige Innenausstattung bei dem ENIAC 80. Ebenfalls auch beim ENIAC 60 zum Beispiel die Serienausstattung, bestehend aus Stoff und einer Stoff-Kunstleder-Kombination in dunkelgrau. Man kann oben auch noch die Bilder variieren, indem man links und rechts auf den Pfeil klickt. Kann man sich zum Beispiel auch nochmal den Kofferraum anzeigen lassen oder aber auch das Armaturenbrett, die Armaturentafel, die ja vorne auch mit dem Stoff bezogen ist. Und darunter gibt es eben auch noch eine Zierleiste, die auch noch variieren kann. Das zweite ist einmal die Ausstattung Lodge. Da haben wir eine Naturfaser-Wollstoff-Kombination in so einem dunklen Braunton. Da sehen wir auch nochmal die Sitzbezüge. Das ist eben zwei verschiedene Brauntöne auf dem Sitz. Wenn wir einmal die nächste Kombination anklicken, das ist dann die Lounge. Da haben wir eine Leder-Mikrofaser-Kombination in Grau mit einer gelben Ziernaht. Das nächste wäre dann die Suite, eine schwarze Lederausstattung. Auf den Bildern jetzt nicht so ganz gut zu erkennen. Man hat da auch ja, leicht hellbraune Ziernähte mit dabei. Und eine haben wir hier noch in diesem Fall, das ist die Eco Suite. Da haben wir cognacfarbenes Leder, welches in diesem Fall beim ENIAC Oliven gegerbt ist. Genau. Eine weitere Innenausstattung gibt es noch, das wäre jetzt bei der Sportline-Variante. Da hätte man dann Mikrofaser-Leder-Kombination, Sitze und auch das Armaturenbrett. Im Sportdesign natürlich. Im Sportdesign, genau. Die Sportsitze dann natürlich. Genau. Robin, was sagst du? Dein absoluter Favorite? Ich finde das cognacfarbene Leder schon echt schön und bei Skoda so bisher auch noch nicht wirklich da gewesen. Und umweltfreundlich zugleich. Richtig. Super. Dann gehen wir vom Design weiter in die Sonderausstattung. Das, was jetzt wirklich so das Herzstück, sage ich mal, ausmacht. Hier geht es dann weiter mit der neuen Struktur. Sonst könntet ihr ja wirklich alles einzeln anklicken bei den herkömmlichen Skodas. Das haben wir hier jetzt ein bisschen anders. Hier ist alles, also nicht alles, ihr habt auch noch Einzeloptionen, aber größtenteils in Pakete aufgegliedert. Das heißt, wir haben jeweils einmal so ein Basic-Paket und einmal ein Plus-Paket. Wir beginnen jetzt hier mit dem Klimatisierungspaket. Hier habt ihr grundsätzlich immer die Hauptmerkmale. Na, hier sehen wir jetzt beim Basic-Paket haben wir die Klimaanlage Klimatronic mit 3 Zonen, beheizbare Vordersitze und die beheizten Scheibenwaschdüsen vorne. Dasselbe habt ihr im Plus-Paket, allerdings zusätzlich auch die hinteren äußeren Rücksitze sowie, können wir hier dann draufklicken, die drahtlos beheizte Windschutzscheibe. Ihr könnt euch für eins der beiden Pakete entscheiden oder auch einfach in der Serienausstattung bleiben. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das Basic-Paket reicht grundsätzlich erstmal aus. Grundsätzlich haben wir eine Standklimatisierung ja serienmäßig dabei, weswegen die beheizbare Windschutzscheibe einfach nur ein Nice-to-have-Gimmick wäre. Als nächstes das Family Basic und das Family Plus Paket. Ich würde hier einfach mal an Robin übergeben. Ich denke, wir machen einfach so einen kleinen Schlagabtausch und würde dir jetzt einfach mal das Wort lassen. Genau. Im Einzelnen müsst ihr natürlich für euch schauen, was da für euch in Frage kommt. Wir gehen sie jetzt einmal grob durch, würde ich sagen, aber das kann man sich dann noch ein bisschen intensiver dann im Konfigurator selbst anschauen. Hier sehen wir zum Beispiel das Family Paket mit Sonnenschutzrollos hinten, eine elektrische Kindersicherung für die hinteren Türen und Fenster und eine 230 Volt Steckdose hinten und eben auch noch zusätzlich zwei Ladeanschlüsse im Fond. Wenn wir dagegen das Family Plus Paket uns einmal anschauen, haben wir hier noch zusätzlich Klapptische an den Rücksitzlehnen der Vordersitze und das Schlafpaket, welches in diesem Fall aus einer Decke besteht, die ihr mit dazu bekommt und Schlafkopfstützen
hinten, die man ausklappen kann, wo man sich dann eben während der Fahrt gut anlehnen kann. Was sagst du? Welches würdest du nehmen? Ich denke, da diese Schlafkopfstützen schon ganz schön sind, gerade wenn man vielleicht auch Kinder hat, die hinten mitfahren und dann doch gerne mal auf einer längeren Fahrt auch schlafen, nehmen wir gerne mal das Family Plus Paket mit dazu. Das würde ich auch so sagen. So, dann kommen wir zum nächsten Paket und zwar das Fahrerassistenzpaket. Wie ich finde, sehr wichtig und auch coole Gimmicks mit dabei. Wir haben hier einmal das Basic und das Plus Paket. In dem Basic Paket beinhaltet es das den prädiktiven adaptiver Abstandsassistent, also sprich der Tempomat, welcher auch den Abstand hält. Nur zusätzlich nimmt er die Verkehrszeichenerkennung mit ins Boot und passt die Geschwindigkeit auch gleich der zulässigen Geschwindigkeit an. Dann haben wir den Spurwechsel- und den Auspackassistenten hier mit bei. Der Spurwechselassistent ist der Totwinkelwarner. Da habt ihr hier im Spiegel eine orangene Leuchte, welche euch zeigt, wenn ihr ein Auto im toten Winkel habt. Dazu der Auspackassistent, welcher beim Rückwärtsausparken so ein bisschen die Straße mit überwacht. Sollte ein Auto kommen, würde er euch ein akustisches Warnsignal geben. Dann noch der proaktive Insassenschutz, ist, sage ich mal, dafür da, um im Falle eines Unfalls die möglichen Vorkehrungen zu treffen, wie zum Beispiel Fenster- und Panoramadach zuzumachen, die Gurte zu straffen, damit bei einem Unfall das Schlimmste verhindert werden kann. Dann kommen wir zum Pluspaket, welches dazu noch das Assistenzpaket Traveler inklusive dem Notfallassistenten beinhaltet. Darunter kann man sich vorstellen, dass der bereits serienmäßig verbaute Spurhalteassistent so ein bisschen, sage ich mal, weitergeht in Verbindung mit dem ACC. Das heißt, wenn ihr, sage ich mal, wirklich in einem Stau seid, kann er, sage ich mal, sich auch an dem vorfahrenden Auto, sage ich mal, ja, ranhängen. Und sollte der zum Beispiel eine Rettungsgasse bilden, bildet der ENIAC in dem Fall dann auch direkt eine Rettungsgasse, bleibt stehen, fährt auch wieder an, ne, also nimmt da so ein bisschen das lästige An- und wieder Wegfahren mit ab. Und auch hier wieder der proaktive Insassenschutz. Wie ich finde, hier ein klares Fahrerassistenz-Plus-Paket, was ich damit reinnehmen würde, einfach um das Thema Sicherheit auch noch mal ein bisschen mit ins Boot zu nehmen. Hier haben wir als nächsten Punkt dann die zwei Infotainment-Pakete. Das ist hier auch einmal wieder das Basic-Paket, was euch das Navigationssystem mit ins Auto bringt. Wichtig hier zu erwähnen, wenn ihr das Auto oder damit das Auto noch dieses Jahr, also 2021, produziert werden kann, müsst ihr das zwangsläufig mit dazu nehmen. Eine Stufe höher ist dann das Infotainment-Paket Plus, welches dann das Navigationssystem beinhaltet und zusätzlich das Augmented Reality Head-Up-Display. Dieses projiziert euch die wichtigsten Informationen direkt in die Scheibe, direkt in euer Sichtfeld. Ihr seht die aktuelle Geschwindigkeit, Navigationshinweise und zusätzlich, das ist dann eben diese Augmented Reality-Funktion, projiziert es euch die Navigationspfeile quasi direkt vor euch auf die Straße, sodass ihr direkt im Blick habt, wo ihr abbiegen müsst. Zum Beispiel, hier sehen wir es ganz gut, da vorne ist quasi die Kreuzung und die Pfeile erscheinen dort direkt auf der Straße und ihr wisst, dass ihr rechts abbiegen müsst, genau hier an dieser Stelle. Genau, hier würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir das Plus-Paket nehmen, weil das schon eine super Sache ist. Ihr habt direkt alles im Blick. Damit in Verbindung kommen dann noch diese Skoda Connect-Dienste, die wir euch auch schon mal erklärt haben. So ein paar App-Funktionen, da könnt ihr gerne unsere weiteren Videos dazu anschauen. Genau, hier vielleicht nochmal eine kleine Information für euch. Wenn ihr das Head-Up-Display dabei haben wollt, solltet ihr euch für gewisse Design-Selections, sage ich mal, entscheiden. Einmal gibt es das bei dem Sportline und bei den beiden Ledervarianten. Genau, das ist aktuell der Fall. Kann auch sein, dass es irgendwann wieder wählbar sein wird für die anderen Design-Selections. Da stehen wir euch bei Fragen gerne zur Verfügung. So. Weiter geht es dann mit dem Sitzkomfort-Paket, auch hier wieder Basic und Plus. Beginnen wir mit dem Basic.
Da haben wir dann einmal den elektrisch einstellbaren Fahrersitz, welcher dann auch eine Memory-Funktion mit dazu hat und eine elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze. Benehmen wir das Plus-Paket, haben wir das Ganze nicht nur auf dem Fahrersitz, sondern auch bei dem Beifahrersitz mit dabei, plus zusätzlich eine Massagefunktion für den Fahrer. Das sind, wie gesagt, hier die beiden Unterschiede. Grundsätzlich, wie gesagt, ist es euch überlassen, was für euch am angenehmsten ist. Robin, was sagst du? Massage? Ich würde sagen, ist eine coole Sache, aber wir sind noch jung. Und wir nehmen das mal ohne Massage. Also das Basic-Paket. Als nächstes haben wir die Convenience-Pakete. Hier haben wir wieder die Plus-Varianten und hier in diesem Fall darunter einmal auch die Basic-Variante. Das Convenience Basic Paket bringt euch das CASI-System ins Auto, sodass ihr das Auto eben ohne den Schlüssel zu benutzen von außen öffnen könnt. Dann habt ihr die Phonebox mit dabei mit einer induktiven Ladefunktion, das heißt euer Handy lädt eben auch kabellos vorne in der Ablagebox. Dann habt ihr einmal die Sunset, also die Sonnenschutzverglasung inklusive der seitlichen Akustikverglasung vorne mit dabei, die euch eine bessere Geräuschdämmung bringt. In Verbindung damit auch die erweiterten Akustikmaßnahmen, die euch auch zu einem noch entspannteren Fahrerlebnis, einen etwas ruhigeren Innenraum bescheren. Und die Müdigkeitserkennung ist mit dabei, vielleicht für längere Fahrten auch ganz sinnvoll, dass er euch warnt, wenn ihr müde werdet. Das Convenience Plus Paket bringt euch im Grunde genommen nur die Heckklappe mit der Komfortöffnung, die elektrische Heckklappe mit der Komfortöffnung mit dazu, bedeutet, sie ist dann elektrisch zu öffnen und ihr habt den Sensor auch unter der Stoßstange hinten mit dabei, dass ihr sie mit dem Fuß öffnen könnt. Hier gibt es jetzt zwei Abstufungen, einmal das Plus und einmal das Plus in Verbindung mit der Diebstahlwarnanlage. Und dieses Paket müsstet ihr nehmen, wenn ihr die Diebstahlwarnanlage noch mit dazu nehmt. Hier würde ich sagen, nehmen wir das normale Convenience Plus Paket mit rein, mit der elektrischen Heckklappe. So, weiter geht es mit dem DriveSport Basic und dem DriveSport Plus Paket. Bei dem Basic-Paket haben wir einmal das beheizte Multifunktionslenkrad im Sportdesign, also sprich drei statt zwei Speichen und die Rekuperationsschaltwippen, die aber bereits in der Serie sind, wie ich finde, ganz cool, dass man auch während der Fahrt über das Lenkrad die Rekuperationsstufe einstellen kann. Dazu auch noch die Progressivlenkung. Gucken wir uns das DriveSport Plus-Paket an. Haben wir zusätzlich zu diesen beiden Punkten noch das adaptive Fahrwerk, sprich das DCC, mit der Fahrerprofilauswahl. Das heißt, dass ihr euch dann im Auto auswählen könnt, ob ihr Komfort fahren wollt oder ob ihr sportlich fahren wollt. Da verändert sich dann das Fahrwerk und das gesamte Fahrverhalten mit. Genau, das zu dem Punkt. Ich denke, das DCC-Fahrwerk bringt schon ein paar gute Aspekte mit sich dazu. Dementsprechend würde ich jetzt persönlich sagen, das DriveSport Plus ist schon mal eine gute Entscheidung. Beim nächsten Punkt ist es jetzt derzeit noch ein bisschen anders bei diesem Paket. Also es gibt das Licht und Sicht Basic Paket. Das bringt euch die LED-Matrix Hauptscheinwerfer mit dazu. Bedeutet, es sind einzelne LEDs verbaut in diesen Scheinwerfern, sowohl im Abblend- als auch im Fernlicht, die euch zum Beispiel den Gegenverkehr ausblenden können und solche Dinge. Dazu haben wir den dynamischen Fernlichtassistenten mit drin, dass er euch auch selbstständig das Fernlicht ein- und ausschalten kann und den Gegenverkehr ausblenden kann. Und zusätzlich die dynamische und automatische Leuchtweitenregulierung. Außerdem eine Scheinwerferreinigungsanlage vorne, sowie LED-Rückleuchten, Voll-LED-Rückleuchten mit animierten Blinkern. Da gibt es derzeit jetzt noch nicht das Licht und Sicht Plus Paket. Das soll im Laufe des Jahres noch kommen, wo ihr dann den beleuchteten Kühlergrill mit dabei hättet. Das nächste Paket, genau. Genau, das nächste Paket ist das Transportpaket, wie ich finde, auch eines der absoluten Highlights im ENIAC. Ihr bekommt in diesem Transportpaket diesen wunderschönen variablen Ladeboden, wo ihr, sage ich mal, unter diesem zweiten Boden Verstaumöglichkeiten für die Ladekabel habt, nochmal
drei kleine einzelne Fächer, die das Ganze zu einem wirklich sehr guten und praktischen System machen. Würde ich, wie gesagt, immer empfehlen. Einmal hat man hier eine ebene Ladekante. Man kann es hier auch eben machen mit den vorderen Sitzen. Dann hat man zwar so eine leichte Schräge drin, aber immerhin keine Kante mehr. Dazu kommt noch das Netzprogramm, womit ihr im Kofferraum euer Gepäck fixieren könnt. Dazu dann auch nochmal die Lehnenfernentriegelung. Das heißt, wenn ihr mal Möbel shoppen seid, wollt nicht extra nach vorne gehen, um den Sitz umzuklappen, könnt ihr hier oben links einfach einmal ziehen und der Sitz klappt nach vorne um. Wie ich finde, absolutes Highlight, würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. So, was wir hier unten noch einmal zur Auswahl haben, ist das Parken Plus Paket, was uns die 360-Grad Umgebungskamera mit ins Auto bringt. Hier gäbe es bei den unteren Ausstattungsvarianten auch noch das Parken Basic Paket, was jetzt hier beim Enyaq 80 auch serienmäßig mit dabei ist. Ich würde sagen, die Umgebungskamera ist schon eine ganz schöne Sache, gerade beim Einparken. Und das nehmen wir auch mit dazu. Genau, dann sind wir mit den Paketen soweit auch schon, sage ich mal, am Ende angelangt. Und dann, wie vorhin schon mal mit dazu gesagt, gibt es jetzt halt noch mehrere Einzeloptionen. Wir haben hier einmal diese Diebstahlwarnanlage. Das ist, wie gesagt, die eine Zusatzoption, wo man dann bei dem Convenience-Paket draufschauen müsste, für welches man sich dann entscheidet. Wie gesagt, preislich macht das keinen Unterschied bei den Convenience-Paketen, hat nur technische Hintergründe. Dann gibt es noch die Seiten-Airbags hinten, die sozusagen zu dem proaktiven Insassenschutz nochmal das Thema Sicherheit mit aufgreifen und hinten an den seitlichen Türen nochmal Zusatzschutz durch einen Airbag mit dazu bringt. Hier gäbe es auch nochmal die Möglichkeit, ein Sportfahrwerk mit auszuwählen, was euch ein etwas strafferes Fahrwerk mit an Bord holt. Genau, aber wir haben ja aktuell schon das DCC-Fahrwerk mit ausgewählt, wo wir die Dämpfer auch anpassen können in der Härte. Von daher lassen wir das soweit raus. So sieht's aus. So, dann kommen wir zu der Funktionsausstattung. Hier ein Punkt, den ich wirklich jedem meiner Kunden empfehle, und zwar die Wärmepumpe. Die sorgt, sage ich mal, in den kalten Jahreszeiten, dass ihr auch, sage ich mal, Reichweite mehr habt im Vergleich, wenn ihr sie nicht habt. Wie gesagt, bringt in den kalten Tagen vor allem was, da die Hitze auch, beziehungsweise die Wärme, die in der Batterie, sage ich mal, erzeugt wird, auch in den Innenraum weitergeführt wird und somit so ein bisschen, sage ich mal, Energie einspart, was dann nicht direkt auf eure Reichweite geht. Wie gesagt, das ist definitiv ein Punkt, den ich immer mit reinnehmen würde. So, nach der Wärmepumpe kommen wir hier noch zu den beiden Optionen für die Anhängervorrichtung. Einmal die Vorbereitung, wo dann schon der E-Satz verbaut ist, was hinterher das Ganze ein wenig einfacher und kostengünstiger macht. Oder direkt die Anhängervorrichtung, die schwenkbar ist. Eine kann 1000 Kilogramm ziehen und hat eine Stützlast von 75 Kilo, wo auch somit zwei E-Bikes mit draufpassen können. Kostet 890 Euro, ist im Gesamtpaket natürlich logischer und kostentechnischer sinnvoller, das Ganze, sage ich mal, direkt mit reinzunehmen, wenn ihr überlegt, diese irgendwann nachzurüsten oder einfach direkt dazu zu nehmen. Dann geht es weiter, dass wir einmal nochmal das elektrische Panorama-Glasschiebedach haben, welches ihr elektrisch öffnen könnt. Als nächsten Punkt das Gepäcknetztrennwand. Hier habt ihr die Möglichkeit, oben im Dach diese Netztrennwand zu befestigen, welche dafür sorgt, dass das Gepäck von hinten nicht nach vorne fliegen kann. Mensch. So, dann haben wir noch die Kofferraumwendematte, welche nicht mit dem Transportpaket zu kombinieren ist, wo ihr einmal auf der Seite Gummi habt und einmal den herkömmlichen Belag. Dann geht es weiter zu den Felgen nochmal, welche hier nochmal aufgelistet sind. Dann sind wir hier auch schon am Ende angelangt. Dann kommt nur nochmal der Punkt Skoda Care and IV und dazu sagt Robin euch nochmal ein bisschen was. Genau, hier haben wir auch die Möglichkeit, die Batterieladeleistung zu erhöhen.
Wenn wir da einmal auf die weiteren Informationen klicken, sehen wir es auch nochmal ausführlich. Sprich, beim ENIAC 80 können wir die Ladeleistung auf 125 kW erhöhen, die ihr dann an Schnellladesäulen laden könnt. Grundsätzlich hat der ENIAC sonst eine Ladeleistung von 50 Kilowatt mit an Bord. Bedeutet eben, dass ihr 40% oder bis zu 40% Zeit einspart an einer Schnellladesäule und ladet eben mit diesen 125 kW den ENIAC 80 von 10 auf 80% innerhalb von 38 Minuten wieder auf. Zusätzlich habt ihr in diesem Paket noch die einjährige Grundgebühr bei IONITY gratis mit dazu. Wer IONITY nicht kennt, das sind Ladesäulen, an denen ihr laden könnt, an denen ihr schnell laden könnt. Und da habt ihr eben die Grundgebühr mit dabei und auch einen höheren Ladetarif, durch welchen ihr dann günstigere Kilowattstundenpreise zahlt. Würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, gerade wenn man auch mal überlegt, längere Fahrten zu fahren, ist das schon sehr sinnvoll, dann auch schneller laden zu können. Genau. Und man kann es nicht nachträglich dazu packen. Ja, das heißt, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, direkt mit reinnehmen. Genau, dann haben wir noch die Möglichkeit, eine mobile Ladestation mit dazu zu nehmen. Ist auf jeden Fall auch eine ganz sinnvolle Sache. Ihr habt dann diese Ladebox, welche ihr auf der einen Seite ins Auto steckt und auf der anderen Seite könnt ihr zwischen zwei Anschlüssen variieren. Das ist einmal dieser Starkstromanschluss, dieser rote Starkstromanschluss, mit welchem ihr an Starkstromsteckdosen mit bis zu 11 kW laden könnt. Oder aber den ganz normalen Schuko-Stecker könnt ihr auch auswählen, wo ihr dann mit bis zu 2,3 kW an normalen Steckdosen laden könnt. Ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn ihr bei Verwandten zu Besuch seid und die haben vielleicht eine Starkstromsteckdose oder notfalls auch nur eine normale Steckdose, dass ihr euren ENIAC auch dort laden könnt. Genau so schaut's aus. Beides Punkte, die man auf jeden Fall mit reinnehmen kann. So, als letzten Punkt. Connect haben wir ja schon vorhin beim Infotainment Plus Paket gehabt. Und der letzte Punkt, den ihr noch auswählen könnt, ist noch eine Anschlussgarantie, welche ihr mindestens, sage ich mal, von ein Jahr bis maximal 50.000 Kilometern erhalten könnt, bis maximal 3 Jahren bis 150.000 Kilometer. Dazu sei gesagt, das Fahrzeug hat 2 Jahre Herstellergarantie und eine Garantie auf die Batterie von 8 Jahren bis zu 160.000 Kilometern. So, damit sind wir mit der Konfiguration auch schon am Ende angelangt. Dann gehen wir hier auf den Punkt weiter und landen in der Zusammenfassung, wo ihr erstmal euch hier auch nochmal die Bilder anschauen könnt. Und ansonsten, Robin, was möchtest du noch sagen? Genau, hier habt ihr auf jeden Fall auch nochmal die Möglichkeit, direkt Kontakt mit uns aufzunehmen über den grünen Button dort. Zusätzlich könnt ihr bei Meine Konfiguration, wenn ihr da mit der Maus drüber fahrt, euch die Konfiguration auch herunterladen, die technischen Daten sowie auch Fahrzeugbilder. Oben in der Zeile haben wir auch nochmal die Konfigurations-ID stehen, die ihr uns auch gerne zur Angebotserstellung übermitteln könnt, die ihr euch auch gerne speichern könnt, um euch diese Konfiguration dann wieder in den Konfigurator zu laden, um gegebenenfalls noch Änderungen vorzunehmen. Genau, wenn wir einmal nach unten gehen, haben wir auch nochmal alle Details zusammengefasst, dass wir alles in der Übersicht auf einen Blick sehen, können dort auch nochmal zur Serienausstattung wechseln, um auch nochmal zu schauen, was er generell serienmäßig hat. Die dort ausgegrauten Punkte werden immer durch eine Zusatzausstattung ersetzt, beziehungsweise sind dann in der Zusatzausstattung mit enthalten. Das zeigt euch das an. So, das war's auch schon wieder von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich über ein Like, Kommentar und natürlich das Teilen auch freuen. Wir haben unseren ENIAC schon. Wann bekommt ihr euren? Meldet euch.